Wir freuen uns riesig auf Mumu und auf ihr Land, das wir schon einmal vor 4 Jahren bereist haben. Schon damals waren wir total beeindruckt von den unzähligen Sakralbauten und den ganz besonders freundlichen und liebenswürdigen Menschen. Eine alte burmesische Weisheit besagt, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Sofort nach der Ankunft in Mandalay beginnen wir mit Mumu unser Besichtigungsprogramm. Ab jetzt heißt es, Schuhe ausziehen vor jeder Pagode, jedem Kloster und anderen heiligen Orten. Nach über 20 Stunden Anreise sind wir zwar müde, aber schließlich sind wir ja nicht zum Schlafen hier. Wir sind sehr beeindruckt von den wunderschönen Schnitzereien, die wir hier im Shwenando-Kloster in Mandalay zu sehen bekommen. Was für eine Pracht muss es zu Zeiten des letzten Königs Burmas gewesen sein, als die Außenwände noch vergoldet und mit eingelegten Glasmosaiken verziert waren. Ganz in der Nähe des Shwenando-Klosters sehen wir uns das größte Buch der Welt an. Die einzelnen Seiten aus Marmor befinden sich in der Kutodo-Pagode. Sehr beeindruckend. Am nächsten Morgen erreichen wir nach etwa einer Stunde Schiffsfahrt auf dem Ayayawadi Mingun. Hier sollte ab 1790 mit 152 Metern die gewaltigste Pagode der Welt entstehen. 30 Jahre später wurden nach dem Tod des auftraggebenden Königs die Bauarbeiten eingestellt. Lediglich die Basis wurde fertiggestellt und seit nun fast 200 Jahren bekommt die unvollendete bei jedem Erdbeben weitere Risse. In einem Pavillon bestaunen wir die zweitgrößte, aber gleichzeitig auch die größte noch klingende Glocke der Welt. Und es ist sehr heiß heute und die Mädels mit den Fächern sind sehr engagiert bei der Sache. Deshalb hier auch mindestens der zweitgrößte Hit. Ein wunderbares Motiv fürs Fotoalbum ist die Sinpyume-Pagode. Dieser Traum in Weiß symbolisiert den heiligen Berg Meru mit den ihn umgebenden 7 Bergketten aus der buddhistisch-hinduistischen Mythologie. Musik
wieder in Mandalay besuchen wir einen traditionellen Familienbetrieb, in dem Blattgoldarbeiten entstehen. Knallharte Arbeit und Kunsthandwerk, das liegt hier ganz eng beieinander. Im Mahamuni-Tempel erwartet uns die verehrteste und bedeutendste Buddha-Figur des Landes. Sie wurde von den Pilgern mit so viel Blattgold belegt, dass sie inzwischen total unförmig geworden ist. Und wir haben das Glück, dass wir heute, von Mumu natürlich extra für uns bestellt, ein Ritual, die Novizenweihe, erleben. Kleine Nonnen und Novizen werden für ihre Zeit in einem Kloster gefeiert bzw. vorbereitet. Nach diesem Ereignis besuchen wir noch eine Seidenweberei, in der uns das traditionelle Handwerk auf alten Holzwebstühlen näher gebracht wird. Den heutigen Sonnenuntergang wollen wir auf und unter der U-Bahn-Brücke bei Amarapura genießen. So wie Anfang Februar 2012 hätten wir ihn gerne noch einmal erlebt. Der Ort ist richtig, aber leider nicht die Jahreszeit. Und so müssen wir uns mit einem weniger spektakulären Erlebnis begnügen. Trotzdem, für uns ist es wieder ein wirkliches Highlight. Das anschließende Abendessen wird von einem traditionellen Marionettentheater begleitet. Heute haben wir eine lange Busfahrt vor uns. Von Mandalay aus geht es durch das Shan-Hochland zum Inlesee im Shan-Staat. Dort leben die Inta, auch Kinder des Sees genannt. Nach etwa 10 Stunden, es ist bereits dunkel, erreichen wir unser Hotel in Nyong Shwe, das uns wegen des Lichterfestes zu Vollmond mit unzähligen Lichtern empfängt. Ja, bei der schönen Beleuchtung. Toll. Sieht toll aus. Auch extra für uns bestellt. Ja. Da gehe ich mal von aus. Lichterfest. Ja, sehr schön. Ab morgen werden wir dann die Höhepunkte des diesjährigen Pagodenfestes hier auf dem Inlesee miterleben. Wir sind schon sehr gespannt und neugierig auf das, was in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Yeah.